Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Fortschreibung des Flüchtlingsgipfels durch ein umfassendes Integrationskonzept, Drucksache 19/3482, mit dem Tagesordnungspunkt 12, Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Integration von Flüchtlingen. Maßnahmen der Landesregierung zeigen Wirkung, Drucksache 19/3605. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Rentsch zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema Flüchtlingspolitik ist eines der Themen, das das Land seit über einem Jahr intensiv beschäftigt, schon länger eigentlich. Wir waren die erste Fraktion, die damals auf diese Frage hingewiesen hat, dass Vorbereitungen zu treffen sind bei der Masse von Menschen. Ja, das können Sie an den Drucksachen nachlesen, Frau Kollegin Wissler, aber möglicherweise hatten wir einen anderen Zungenschlag in der Debatte. Das will ich nicht bestreiten, dass es da einen Unterschied zwischen Linkspartei und FDP gibt. Aber klar war, und ich glaube, an der Stelle sollte es doch Einigkeit geben, dass damals im vorvergangenen Jahr schon am Anfang des Jahres absehbar war, dass eine Flüchtlingswelle auf uns zukommt und dass die Kritik, die wir auch gemeinsam formuliert haben, die die Landesregierung zu Recht auch gegenüber dem Bund formuliert hat, ein Bundesinnenminister und das Bundesamt für Flüchtlinge nicht auf diese Welle von Flüchtlingen und Zuwanderern, wenn man hier richtig differenziert, vorbereitet war. Das, was wir als Situation jetzt haben, das ist einmal ein Teillob an die Landesregierung, ist, dass wir trotz einer teilweise aus meiner Sicht weiterhin verfehlten Öffentlichkeitsarbeit, bei der man den Versuch gemacht hat, zu suggerieren, es gebe keine Probleme, obwohl diese Probleme, ob in Erstunterkünften oder in anderen Unterkünften, nach und nach auftauchten und dann auch an die Öffentlichkeit gelangten, trotzdem bei der Frage der Akzeptanz auf der einen Seite, aber auch das, was notwendig war, Menschen unterzubringen, an vielen Stellen mit Hochdruck gearbeitet hat. Auch das wollen wir anerkennen. Da ist mit viel Manpower und auch viel Sachverstand gearbeitet worden. Ein Lob, denke ich, an den Flüchtlingskoordinator Kollegen Wintermeyer, an Kollegen Grüttner, die doch hier an der Stelle viel gemacht haben. Trotzdem, ich glaube, Herr Kollege Grüttner, muss es heute darum gehen, und der Antrag ist schon ein paar Monate alt, aber trotzdem leider immer noch aktuell, weil viele der Thematiken nicht gelöst worden sind, muss es jetzt darum gehen, zu überlegen, wie gehen wir mit der Stufe 2 um. Die Stufe 2 bedeutet, nachdem wir die Menschen untergebracht haben und ihnen quasi ein Dach über den Kopf gegeben haben, wie können wir jetzt weitermachen, um diese Menschen, die eine Bleibeperspektive haben, in diesem Land zu integrieren. Und darauf will ich kommen. Es ist ein Unterschied, und es ist zu differenzieren zwischen denen, die uns bald wieder verlassen, weil sie in ihren Heimatländern, wo Krisen vielleicht aufgehört haben, gebraucht werden, um diese Länder wieder aufzubauen. Auch dieses Signal muss dieses Land klar senden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass diese Menschen wieder zurückgehen müssen, dass die die Bleibeperspektive hier haben, weil die Krisenherde und weil möglicherweise auch Zuwanderungsgründe dafür sprechen, dass diese Menschen, die eine Perspektive haben, jetzt auch bei dieser Perspektive gefördert und unterstützt werden. Das ist unser Ansatz. Und deshalb haben wir in unserem Antrag formuliert, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir wollen, dass nur die Flüchtlinge den Kommunen zugewiesen werden, die auf der einen Seite einen Asylantrag gestellt haben und die darüber hinaus auch eine positive Bleibeperspektive haben. Denn es macht keinen Sinn, die Kommunen in die Verantwortung zu nehmen für Menschen, die kurze Zeit später wieder rückgeführt werden in ihre Heimatländer. Wenn die Integrationsarbeit vor Ort anfängt, meine Damen und Herren, dann muss sie auch zu Ende geführt werden können mit dem klaren Ziel, diese Menschen zu integrieren und nicht sozusagen das nur vorübergehend zu machen. Das macht keinen Sinn. Und deshalb will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass die Arbeit der Kommunen auf der einen Seite, aber die Arbeit des Ehrenamts auf der anderen Seite wahrscheinlich die zentrale Stellschraube ist. Wenn ich mir in Wiesbaden oder in anderen Städten angucke, wie viele Ehrenamtler vor Ort engagiert, trotz vieler Probleme, trotz zum Teil massiver Konflikte in den Einrichtungen, wo, das will ich mal hier offen sagen, ja auch Rassismus unter den Flüchtlingen und Zuwanderern herrscht, wo teilweise Übergriffe passieren, wie dort Ehrenamtler versuchen zu schlichten, sich einzubringen, sich zu engagieren, auch für die einzutreten, gerade Kinder und Frauen, die teilweise in diesen Flüchtlingskulturen keinen hohen Stellenwert haben, dann kann ich nur sagen, à la Bonheur, der Staat wäre ohne das Ehrenamt an dieser Stelle aufgeschmissen gewesen. Deshalb sollte das Lob aller Parlamentarier auch heute in diese Richtung gehen. Deshalb glaube ich, ist es, wie gesagt, wichtig, das, was wir jetzt machen, dass man mit Sinn und Verstand die Zuweisung an die Kommunen vornimmt, Staatsminister Grüttner, und auf der anderen Seite
das macht, was wir schon seit langer Zeit fordern, nämlich die Frage der beruflichen Qualifikation und Vermittlung in den Vordergrund stellt. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit frühzeitig in diesen Prozess eingebunden werden. Wir hatten vor kurzem noch einmal das Gespräch mit dem Leiter der Arbeitsagentur in Hessen, Herrn Dr. Martin, der sehr engagiert, ich glaube auch sehr profund, dort in seinem Bereich nach vorne marschiert. Und deshalb zeigt es sich auch, wie wichtig es ist, dass wir hier in diesem Bereich frühzeitig die Institution einbinden. Wir haben das Beispiel Niedersachsen in unserem Antrag aufgeführt. Niedersachsen hat das gezeigt, wie man das machen kann und wie eine Fachkraft der Regionaldirektion quasi dort vor Ort frühzeitig schaut, welche Qualifikationen haben Flüchtlinge und wo werden Flüchtlinge mit einer solchen Qualifikation gesucht, dass man sozusagen eine Zuweisung spezialisiert. Herr Kollege, müssten zum Ende kommen. Und definiert, dass man sozusagen frühzeitig in diese Richtung geht. Und deshalb sind die 5 Minuten leider zu wenig, um die ganzen Punkte hier aufzuführen. Aber Sie zeigen, Herr Staatsminister Grüttner, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es bei vielen dieser Punkte, dass wir dort besser werden müssen, Einigkeit gibt. Ich glaube, den Anspruch haben Sie auch an sich selbst, dass wir nicht beim Status quo einer reinen Vermittlung in Kommunen stehen bleiben wollen, sondern wir wollen Menschen jetzt, die hier bleiben, mit Bleibeperspektive und müssen diese in den Arbeitsmarkt integrieren. Das muss unsere Anforderung sein, auch an uns selber. Und dazu soll dieser Antrag dienen, in diesen Bereich zu gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir konstruktiv über diese Vorschläge diskutieren könnten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rentsch. Als nächster Redner spricht Kollege Tippi von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass die Flüchtlingskrise im letzten Jahr eine noch nie dagewesene Herausforderung war, sowohl für Deutschland als auch für das Land Hessen und seine Städte und Kommunen. Hessen hat diese Herausforderungen, wie ich meine, bisher gut meistern können. Wir wurden unserer humanitären Verpflichtung trotz der hohen Flüchtlingszahlen gerecht. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen und allen Ehrenamtlichen in diesem Lande. Die Versorgung und Integration der Geflüchteten wird weiterhin eine Zukunftsaufgabe für uns alle sein. Wir wollen und werden unseren Beitrag leisten, den Menschen eine Perspektive und Zukunft in Hessen zu geben. Zusammenhalt in unserem Land und die Wahrung von Rechts- und Werteordnung sind dabei von zentraler Bedeutung, genauso wie die Integration und das Ermöglichen von Zukunftschancen. Deshalb hat die Landesregierung bereits gehandelt und einen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts entwickelt. Damit wollen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Integration legen. Dafür müssen wir jetzt aber die richtigen Weichen stellen. Mit diesem Plan wollen wir die Strukturen der Flüchtlingshilfe an die neue Dimension der Aufgabe anpassen. Der Aktionsplan beinhaltet zahlreiche Maßnahmen zu den Schwerpunkten Bildung, Integration, innere Sicherheit sowie der Unterstützung von Kommunen und Ehrenamtlichen. Bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen die Sprachförderung und die Vermittlung elementarer gesellschaftlicher Grundkenntnisse. Das Landesprogramm Mitsprache Deutsch for You, welches die Grundzüge der deutschen Sprache vermittelt, ist erfolgreich angelaufen. Meine Damen und Herren, die Zahl der Intensivklassen für Sprachförderung hat sich in diesem Jahr auf 1.200 vervierfacht. Als erstes Land baut Hessen mit dem Programm Wirtschaft integriert eine nahtlose Förderkette für den Spracherwerb von der Berufsorientierung bis zum Ausbildungsabschluss auf. Mit Hilfe des Asylkonvents konnten viele weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. In jedem staatlichen Schulamt wurden Beratungszentren für ehrenamtliche Helfer eingerichtet. Es wurden 28 Arbeitsmarktbüros mit Beratern aus Jobcentern der Agentur für Arbeit und den Ausländerbehörden geschaffen. Ein Fragebogen zur Soforterfassung von Flüchtenden mit medizinischer Vorqualifikation wurde entwickelt, um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Dank des Aktionsplans wurden die Mittel für die Salafismusprävention versechsfacht und das Personal für den Verfassungsschutz
um 20% erhöht, meine Damen und Herren. 100 neue Stellen bei der Wachpolizei und insgesamt 300 neue Stellen für den Polizeivollzug wurden geschaffen. Zudem wurde die physiologische Betreuung für traumatisierte Flüchtlinge gestärkt. Der Aktionsplan und die Ergebnisse des Asylkonvents beinhalten noch zahlreiche weitere Maßnahmen. Mit diesem Überblick wird deutlich, dass die Landesregierung umfassend und nachhaltig reagiert. Sie wird auch weiterhin an neuen Ideen und Konzepten arbeiten, um die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge zu optimieren. Die Mittel für den Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik wurden dafür auf über 1 Milliarde € erhöht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der FDP fordert einige Punkte, die schon auf den Weg gebracht wurden. Das Land Hessen ist sehr gut aufgestellt, und wie ich finde, wir haben frühzeitig reagiert und Maßnahmen ergriffen. Denn wie wir alle wissen, Integration ist nichts, was heute auf morgen passiert. Sie erfordert einen langen Atem aller Beteiligten und bedarf vieler Maßnahmen. Wir sorgen mit unserem Antrag dafür, dass die Projekte, die bereits funktionieren und greifen, weitergeführt werden können. Dazu dienen neben dem Aktionsplan die Treffen des Asylkonvents, deren Teilnehmer die Perspektiven und das Fachwissen aus allen gesellschaftlichen Bereichen einbringen. Mit all dem legen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Integration, für den Zusammenhalt und für die Sicherheit in unserem Land. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tippi. Als nächste Rednerin hat Frau Kollegin Cárdenas von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die menschenwürdige Aufnahme und die schnelle Integration der seit Mitte 2015 nach Hessen gekommenen Flüchtlinge in die Kommunen, in das Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt ist eine der größten Herausforderungen seit Jahren. Ich habe keine Zweifel, dass ihre Integration gelingen wird, wenn jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Integration setzt gut funktionierende Aufnahmestrukturen voraus und ein gesellschaftliches Klima, in dem sich Neubürgerinnen und Neubürger willkommen und sicher fühlen. Leider spricht die Politik der Bundesregierung eine andere Sprache. Der aktuelle rechtliche Rahmen der Flüchtlingsaufnahme zielt nicht auf effektiven Flüchtlingsschutz und gute Aufnahme, sondern auf Abschreckung, Ausgrenzung und Entwürdigung. Meine Damen und Herren, seit Monaten erleben wir einen beispiellosen gesetzgeberischen Kahlschlag auf dem Gebiet der Flüchtlingsrechte. Innenpolitiker überbieten sich mit immer schäbigeren Vorschlägen, wie Schutzsuchenden das Leben erschwert werden kann. Das deutsche Asylrecht, es war ja auch vorher schon nur noch ein Rumpfgrundrecht, ist inzwischen ein reines Trümmerfeld. Einer der schlimmsten Auswüchse der vergangenen Monate ist die Einschränkung des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. Es sind immer mehr Menschen, die unter diesen Schutzstatus fallen. Sie dürfen Familienangehörige erst Jahre später nachholen. Bei Syrerinnen und Syrern beträgt dieser Anteil inzwischen 30%, gegenüber gerade einmal 0,6% in 2015. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen kaum erklären, was es bedeutet, dass Familien über Jahre hinweg getrennt bleiben müssen. Es ist menschlich eine Katastrophe und für die gesellschaftliche Integration absolut kontraproduktiv. Flüchtlinge müssen mit ihren Familien zusammen sein können. Und daher fordern wir die Hessische Landesregierung auf, das Hessische Aufnahmeprogramm für Familienangehörige syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge wieder aufzunehmen. Es ist unverständlich, dass dieses Programm sang- und klanglos in der Schublade verschwand. Hessen kostet das Programm keinen Cent, weil die hier lebenden Familienangehörigen für alle Kosten aufkommen müssen.
Das Sozialministerium sollte endlich erklären, warum dieses Programm nicht fortgeführt wird. Meine Damen und Herren, die letzten Asylrechtsverschärfungen haben ein Zweiklassen-Asylrecht hervorgebracht. Es unterscheidet danach, ob Geflüchtete eine gute oder keine gute Bleibeperspektive haben. Ob eine gute Bleibeperspektive gegeben ist, hängt nicht vom individuellen Schicksal ab. Maßgeblich ist allein, ob ein Mensch aus einem Herkunftsland stammt, das eine Schutzquote von über 50 % aufweist. Nur Asylsuchende aus Syrien, Irak, Iran und Eritrea erfüllen derzeit diese Voraussetzungen, und nur sie haben Anspruch auf Integrationsmaßnahmen während des Asylverfahrens. Alle anderen Asylsuchenden, immerhin rund 40 % aller Geflüchteten, unter ihnen Asylsuchende aus Afghanistan, bekommen in Deutschland keine Sprachkurse und kaum Arbeitsangebote. Meine Damen und Herren, so kann Integration nicht funktionieren. Aus diesem Grund können wir auch dem FDP-Antrag, da ist ja nur Herr Greilich im Augenblick übrig geblieben, auch nicht zu, da ist Herr Rentsch auch, nicht zustimmen, obwohl er viele gute Aspekte aufgreift. Aber er ist durchzogen von der Denkweise des Zweiklassen-Asylrechts. Meine Damen und Herren, eines der größten ungelösten Probleme der hessischen Aufnahmepolitik ist und bleibt die Praxis der Lagerunterbringung. Diese Massenunterkünfte isolieren die Menschen, sie befördern Konflikte und behindern eine gesellschaftliche Teilhabe. Trotzdem sehe ich seitens der Landesregierung keine Bemühungen, dass die Betroffenen vernünftig untergebracht und gut betreut werden. Die Landesregierung weigert sich auch weiterhin, allgemeingültige Standards für eine menschenwürdige Unterbringung Asylsuchender aufzustellen. Nicht einmal eine Betriebserlaubnis nach dem Kinder- und Jugendhilferecht, ansonsten muss in jeder Einrichtung, in der Kinder untergebracht werden, ist in Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende erforderlich. Das wissen Sie auch. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände, der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und der Hessische Flüchtlingsrat haben erst Ende September in einem Memorandum auf dieses Versäumnis des Landes hingewiesen. Meine Damen und Herren, wer es ernst meint mit der Integration, der muss menschenrechtskonforme Mindeststandards im Bereich der Flüchtlingsaufnahme einführen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, sehen Sie hier den Kollegen Rentsch? Ach, da ist er. Ich wollte nur wissen, ich wollte was zu dir sagen, Florian. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von der FDP, lieber Kollege Rentsch, Sie haben einen Antrag vorgelegt. Lieber Herr Kollege Rentsch, Sie haben einen Antrag vorgelegt. Interessiert Sie? Nein, gut, okay. Dann machen wir was anderes so lange. Die FDP hat doch einen Antrag vorgelegt, Herr Fraktionsvorsitzender, indem Sie einige Anregungen zur Verbesserung der Situation von Flüchtlingen vorschlagen. Es mag Sie vielleicht überraschen, einige dieser Vorschläge sind tatsächlich sehr überdenkens- und prüfenswert. Aber es wird sich auch nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass all diese Vorschläge, die Sie machen, im Wesentlichen schon längst in der Diskussion sind und in Vorbereitung der Umsetzung. Sie sprechen beispielsweise an, dass wir eine bessere Erfassung der Berufsqualifikationen brauchen. Sie sprechen an, dass wir eine verbesserte Zuweisung in die Kommunen brauchen. Sie sprechen an, dass man auch den Flüchtlingen vor Ort noch bessere Hilfen geben muss. Das alles ist im Wesentlichen unstrittig. Aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, das alles ist auch eingeleitet. Das kann man in dem Zusammenhang auch einfach einmal sachlich diskutieren. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich eher Quatsch. Das ist eine Fachdiskussion. Ich möchte beispielsweise nicht den Wohlfahrtsorganisationen einen ungehinderten Zugang zu den Einrichtungen gewährleisten, weil das ganz hat zwei praktische Gründe. Man hat es ja erlebt, dass es zu totalem Chaos führt, wenn jeder ein- und ausspaziert. Es geht auch um den Schutz von den Flüchtlingen selbst. Auch die haben eine Privat- und eine Intims. Doch, es ist kein Quatsch. Doch, genau so ist es. Natürlich gibt es überhaupt kein Problem, dass jede Organisation, die das wünscht, Frau Kollegin Cárdenas, jede Organisation, die das wünscht, auf Anmeldung da rein kann und mit den Flüchtlingen arbeiten. Aber ungehinderter Zugang heißt,
dass jeder, der sich berufen fühlt, da durchs Tor marschiert und meint, jetzt irgendetwas dazu tun. Und mit Verlaub, das heißt ungehinderter Zugang. Doch, Kollegin, das war genau der Streit in vielen Einrichtungen, dass Einrichtungsleiter gesagt haben, da stehen plötzlich irgendwelche Organisationen vor der Tür, die fordern erbost den ungehinderten Zugang. So kann man das nicht machen. Zum einen haben die Menschen in den Einrichtungen selbst natürlich einen eigenen einen Tagesablauf, der zu beachten ist, und sie haben eine Intims- und eine Privatsphäre. Deswegen heißt es nicht ungehindert, sondern natürlich haben sie Zugang, wenn es möglich ist, dazu, ob sie Sozial-, Bildungs- oder Betreuungssachen dort in den Einrichtungen machen. Natürlich wird das mit den Einrichtungen wie mit anderen Organisationen längst gemacht. Aber ungehindert wäre eine Forderung, die ich für nicht klug halte. Beachtlich finde ich bei dem Antrag der FDP auch, dass Sie 16 Punkte haben, Herr Kollege Rock. Sie hören mir wenigstens zu. Bei 16 Punkten, der eigene Redner hält das nicht für notwendig, dass man bei 16 Punkten, ja, ist ja so. Nee, ist doch so. Man kann nicht eine Rede halten und dann sich nicht dafür interessieren, was eine der Regierungsfraktionen dazu sagt. Das ist eine Stilfrage, aber der eine hat es, der andere hat es nicht. Aber ich finde es witzig, dass man 16 Punkte hat, indem man 15 Punkte detaillierte Vorschläge macht. 15 Punkte, sehr kleinteilige Punkte macht, und dann, um dann im 16. Punkt zu fordern, der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein schlüssiges Gesamtkonzept für Integration von Flüchtlingen zu erarbeiten. Aber Sie wussten schon, was alles dazugehört. Das finde ich dann in sich eigentlich erst einmal ein Widerspruch. Entweder man, nein, Sie haben ein Sammelsurium von Einzelpunkten, und Ihnen fällt am Ende ein, dass es vielleicht ganz klug wäre, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Deswegen beantworte ich Ihnen auch da gerne einmal, was da bisher dazu passiert ist. Offensichtlich waren Sie da nicht auf dem ganzen Stand der Höhe. Wir haben nämlich im letzten Jahr einen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen verabschiedet. Dieser Aktionsplan hat ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. In diesem Aktionsplan steht nämlich ziemlich genau das, was Sie eigentlich fordern. Das heißt aber nicht, dass man trotzdem über Ihre Vorschläge zur Verbesserung weiter nachdenken kann. Aber so zu tun, als ob da nichts passiert wäre, offensichtlich gibt es eine größere Informationslücke. Ich möchte Ihnen in der verbleibenden 48 Sekunden deshalb sagen, das sind Beispiele der Verbesserung der Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Sprache, Kinderbetreuung, ärztliche Versorgung, psychologische Versorgung findet statt. Der Ausbau der Sprachförderung hat in allen Bereichen stattgefunden. Die verbesserte Betreuung von und auch Beschulung von Kindern haben wir nachher noch einmal ist verbessert worden. Die erhöhte Förderung des Wohnungsbaus, die Integration in den Arbeitsmarkt, auch bei der Sicherheit, bei der Prävention, ehrenamtliche Strukturen, Gemeinwesenarbeit. Das reichen die vielen wenigen Sekunden, die mir noch bleiben, reichen gar nicht, um alles zu sagen, was wir in diesem größten Aktionsplan, den es in der Bundesrepublik übrigens gibt. Kein anderes Bundesland hat so einen großen Aktionsplan mit 1,3 Milliarden. Das ist der zweitgrößte und einzige sonst noch ist der aus Bayern mit 500 Millionen. Ansonsten gibt es kein Bundesland mit einem solchen Aktionsplan in dieser Fülle von A bis Z, von gesundheitlicher Versorgung bis hin zu Kinderbetreuung, bis hin zu Beachtung von Qualifikation, von Wirtschaft integriert. Dazu reicht die Zeit hier nicht. Dann den Antrag vorzulegen mit ein paar Ideen, finde ich nicht schlimm. Kollege Bocklet, kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist die Frage der Flüchtlingspolitik und der Integration von Flüchtlingen ist auch ein Wettbewerb von Ideen. Konstruktive Ideen nehmen wir gerne. Das sind auch welche dabei von Ihnen, von der FDP. Aber ein paar die sind Sie entgleist, oder Sie haben entweder nicht bemerkt, dass es schon längst umgesetzt wird. Aber ich plädiere dafür, auch Herr Kollege Rock und Rentsch, dass wir das in Ruhe und Sachlichkeit, wie bei diesem Thema, wie man das machen sollte, dass wir das im Sozialausschuss in aller epischen Breite fortführen. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Roth von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Uns liegen zwei Anträge vor, einen mit der Nummer 3482 und einen mit der Nummer 3605. Ich gehe davon aus, dass der Dringliche mit der höheren Zahl gedacht war als Antwort auf den ursprünglich eingebrachten. Gemeinsam haben beide, dass sie über Flüchtlinge reden. Aber sie korrespondieren nicht miteinander. Deshalb will ich zu beiden Anträgen ein paar Bemerkungen machen und zum Abschluss einen Vorschlag. Erste Bemerkung zum Antrag der FDP.
Wir würden jeden Punkt, den Sie auflisten, unterschreiben, jeden einzelnen. Die Überschrift, die Sie gewählt haben, verspricht aber etwas anderes. Die Überschrift verspricht, dass wir den Flüchtlingsgipfel fortschreiben, und Sie nennen selbst das Thema ein umfassendes Integrationskonzept. Der Weg, davon bin ich und davon ist meine Fraktion überzeugt, ist der richtige. Und dabei ist es auch notwendig, einzelne Punkte zu benennen. Aber vom Konzept, und das macht der Punkt 16 ja deutlich, sind wir dann noch weit entfernt. Zum Antrag der Koalition. Wir unterstützen jeden Punkt, der dort aufgelistet ist. Ich entdecke ja keine neuen. Die haben wir in den letzten zurückliegenden Monaten Punkt für Punkt hier oder in den zuständigen Ausschüssen diskutiert. Und in den meisten Punkten gab es eine breite Zustimmung des gesamten Hauses. Nur, es ist nicht alles umgesetzt. Herr Bocklet, Sie haben angesprochen, dass vieles von dem in Gang gesetzt ist. Ja, und das begrüßen wir. Wir unterstützen Sie sogar bei dem Punkt, der in Ihrer Auflistung an letzter Stelle steht, die Einführung der Gesundheitskarte. Aber sie ist noch nicht da. Wir warten dringend drauf, und die Betroffenen warten noch mehr drauf. Was will ich mit den beiden Bemerkungen zu den beiden Anträgen sagen, wenn das zurückliegende Jahr das Jahr der Unterbringung, der Aufnahme von Flüchtlingen war, dann muss dieses, mit diesem Jahr beginnend die Jahre der Integration anfangen. Das muss zwingend geschehen. Und wenn wir von der Flüchtlingskrise sprechen, dann ist das für manche ganz schlimm. Manche wollen das Wort gar nicht wissen, weil das so negativ besetzt ist. Zunächst ist das ein ganz neutraler Begriff, der meint Krise, Beurteilung, Entscheidung, und zu guter Letzt meint er Wendepunkt. Und deshalb will ich auf diesen Zielpunkt, nämlich auf den Wendepunkt, in meinem Vorschlag zu sprechen kommen. Die Flüchtlingskrise hat einen Krisenmodus hervorgerufen. Das war notwendig, dass wir angemessen auf die Krise reagieren. Aber der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir aus dem Krisenmodus jetzt umsteigen und in die Normalität kommen, dass die Themen, die für Flüchtlinge wichtig sind, nicht nur Themen sind, die für sie wichtig sind, sondern auch für viele andere Menschen in unserer Gesellschaft. Die Frage der Beschulung, die Frage der Deutschkurse, all dies muss künftig und wird ja zum Teil auch in dem Kultusbereich natürlich diskutiert werden. Die Gesundheitsfrage in unseren anderen zuständigen Ausschüssen. Aber wir müssen davon wegkommen, das normale Leben zu diskutieren und dann nebenbei auch noch über Flüchtlinge zu sprechen. Es wird jetzt notwendig sein, Flüchtlinge, die Thematik der Geflüchteten einzubeziehen in die alltägliche Arbeit, die wir gemeinsam zu leisten haben. Wenn beide Anträge dazu einen Beitrag leisten, dann ist das eine wichtige Voraussetzung für die Beratung im Ausschuss und noch mehr für die Betroffenen. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will bei dem letzten Gedanken oder Beitrag von Herrn Roth beginnen. Es ist durchaus richtig, dass in den Zeiten eines sehr starken Zugangs von Flüchtlingen und Asylbewerbern und unter der täglichen Herausforderung,
Aufgaben zu bewältigen, die man am Tag vorher noch nicht wusste, dass sie auf einen zukommen, durchaus auch Improvisationen vorgenommen worden sind. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, dass ich es als ausgesprochen konstruktiv fand, dass in diesem Zeitraum der Improvisation, wo auch Fehler begangen worden sind, der Hessische Landtag in seiner Gesamtheit dieses nicht zum Thema gemacht hat, sondern den Versuch unternommen hat, auch aus den Erfahrungen, die wir am Tag zuvor gemacht haben, etwas zu lernen, um es am Tag danach besser zu machen. Das war nicht selbstverständlich. Es hat allerdings schon zu einem Klima beigetragen in unserem Land, das sich im Verhältnis zu anderen Ländern wohltuend unterschieden hat. Und es hat auch dazu beigetragen, und auch das ist vollkommen richtig, dass wir ein Klima gehabt haben, in dem viele in den gesellschaftlichen Gruppierungen auch mit angepackt haben. Und es stimmt auch nach wie vor, dass ohne den massiven Einsatz, den Ehrenamtliche getätigt haben, der auf den unterschiedlichsten Ebenen unseres Landes stattgefunden haben, von den Ehrenamtlichen über die Kommunen, über die Organisationen, die auch professionell Hilfestellungen leisten, aber auch in den Verantwortlichkeiten des Landes viel Gutes geleistet worden ist. Und auch klar ist an dieser Stelle, dass, und das ist schon etwas, was ich zu Beginn dieses Jahres gesagt habe, dass nach der Zeit der Improvisation und des Provisoriums wir nun in Strukturen hineinkommen müssen, die dieses überwinden. Und damit sind wir auch bei diesem Antrag und auch bei dieser Diskussion. Ich bedauere es, wenn wir einen gefundenen Kompromiss, wobei wir ja durchaus über die Fragestellung von Intensitäten streiten können, verlassen müssten, weil jetzt ein Streit darüber besteht, ob genügend Sprachkurse angeboten werden, ein Streit darüber besteht, ob das eine oder andere schon intensiv genug gemacht wird, anstatt sich der Frage zu stellen, was ist gemacht, was wurde auf den Weg gebracht und wo kann man möglicherweise auch noch intensiver damit umgehen. Und insofern muss ich schon sagen, merkt man, dass beide Anträge, und ich sage das ganz bewusst, aber ich sage es auch zu dem Ursprungsantrag der FDP-Fraktion, 4 Monate alt sind. Und ich bedauere ausdrücklich, dass man nicht die Größe gehabt hat, diese 4 Monate auch noch einmal zu rekapitulieren und Revue passieren zu lassen, um zu sehen, was ist denn eigentlich an diesem Antrag noch aktuell und was ist nicht mehr aktuell. Und an diesem Antrag ist halt so viel wie gar nichts mehr aktuell. So viel wie gar nichts mehr aktuell. Weil wenn ich die Frage stelle, nur um das an einer Stelle mal festzumachen, wenn ich die Frage stelle, wie machen wir denn eine Kompetenzfeststellung und eine Beratung über die Arbeitsämter, und Kollege Rentsch sich hier hinstellt und sagt, es ist an dieser Stelle eine Notwendigkeit, endlich einmal zu sagen zur beruflichen Integration, was können diese Leute? Der sieht halt nicht, dass wir gemeinsam mit der Arbeitsagentur in Hessen an über 20 Stellen in Hessen in der Zwischenzeit Beratungsstellen aufgebaut haben, die genau dieser Frage nachgehen, und dass wir gemeinsam mit der Regionaldirektion Arbeit in unserem Bearbeitungszentrum in Gießen, in denen wir die Abläufe nun strukturieren, auch die Bundesanstalt für Arbeit integriert haben, die dies mehr oder minder als freiwillige Leistung macht, ein Profiling zu machen, damit Kompetenzen festgestellt werden. Aber das ist doch Quatsch, Herr Rentsch, dass Sie Druck gemacht haben. Also wegen mir haben Sie Druck gemacht, dann stellen Sie sich hin und sagen heute, weil wir Druck gemacht haben, ist es passiert, aber schreiben nicht in einen Antrag, es müsste noch passieren, und stellen sich hier vorne hin und sagen, es muss jetzt gemacht werden. Sondern dann hätten Sie gesagt, sehen Sie, in den 4 Monaten, seitdem unser Antrag in dem Geschäftsgang ist, haben Sie zumindest einmal eine Anregung von uns aufgegriffen, haben es gemacht. Aber Sie wussten es ja gar nicht. Das ist das Problem. Sonst hätten Sie es ja anders dargestellt. Und an einer solchen Stelle, finde ich, muss man einfach auch in einer redlichen Diskussion damit umgehen. Und deswegen ist im Grunde genommen all das, was
an dieser Stelle in diesem Antrag dargelegt wird, im größten Teil insofern nicht Makulatur, weil es nicht richtig ist, sondern es ist Makulatur, weil es als Forderung erhoben wird, es endlich zu tun, wie wir es aber schon längst gemacht haben. Herr Staatsminister, denken Sie an die Redezeit? Ich denke auch an Redezeiten, aber ich finde, das ist schon auch notwendig, an gewissen Stellen bei einem solch wichtigen Thema über das Denken an Redezeiten hinaus auch Aufklärungsarbeit zu leisten, meine Damen und Herren. Insofern ist es, dass wir mit der Fragestellung der Schaffung einer neuen Bearbeitungsart im Rahmen der Aufnahme und auch der Versorgung von Flüchtlingen einen Weg gegangen sind, der all dieses mit beinhaltet, von der Fragestellung von medizinischer Untersuchung über Antragstellung bis hin zu der Fragestellung der Kompetenzfeststellung. Und natürlich ist die Fragestellung des Verbleibs in Erstaufnahmeeinrichtungen ein ganz entscheidender Punkt, auch für die Fragestellung einer mehr oder weniger gelingenden Integration. Ich verhehle doch überhaupt nicht, dass wir auch dazugelernt haben unter dem Gesichtspunkt, fangen wir mit Sprachkursen und Sprachunterricht erst dann an, wenn es in den Kommunen eine Zuweisung gibt, und nicht erst in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Ja, wir haben dazugelernt. Wir machen das in den Erstaufnahmeeinrichtungen, und wir machen es mit Programmen des Bundes und mit Landesprogrammen. Moment, ich muss aufpassen, dass ich dann parlamentarisch richtig also in der Ausdrucksweise bin. Und es ist für mich an dieser Stelle unerheblich, ob ein Asylsuchender in einer Erstaufnahmeeinrichtung eine gute oder eine schlechte Bleibeperspektive hat. Selbst wenn er eine schlechte Bleibeperspektive hat, nimmt er etwas mit in sein Heimatland, was er dort gebrauchen kann. Und deswegen versuchen wir, das an dieser Stelle auch entsprechend umzusetzen. Und das ist schon etwas, wo wir gesagt haben, da haben wir dazugelernt. Und wir haben dazugelernt aus der Not heraus. Und manchmal ist aus der Not heraus dann halt auch manches, was man auch entsprechend umsetzt. Und wir haben dazugelernt, dass das, was wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen anbieten, so modular aufgestellt ist, dass es egal, um an welcher Stelle es eine Zuweisung zu einer Kommune gibt, dann auch dort weiter bearbeitet werden kann, dass es schlicht und einfach nicht vergeblich ist, was man in einer Erstaufnahmeeinrichtung macht. Und natürlich ist in der Fragestellung der Zuweisung, achten wir darauf, dass Familien mit Kindern sehr schnell zugewiesen werden in Kommunen. Und wir sind ja momentan so weit, dass wir in einer sehr kurzen Zeit auch die Verfahren BAMF in der Zwischenzeit für die Neuankömmlinge umsetzen können in der Zuweisung dann in die Kommunen. Und natürlich sind Familien mit Kindern die Ersten, die zugewiesen werden. Aber passen Sie auf, wenn Sie eine Forderung erheben, diejenigen, die aus nicht sicheren Drittstaaten oder mit einer schlechten Bleibeperspektive zu uns kommen, zu lange in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu lassen. Die sozialen Spannungen, die dann entstehen, werden uns dann die nächsten Debattenbereiche versorgen. Es ist an dieser Stelle falsch zu glauben, dass eine längere Aufnahme in einer Erstaufnahmeeinrichtung die Einsicht zu einer schnelleren Rückkehr bewirken wird. Diese Erfahrungen haben wir gemacht, sondern was wir machen, ist, und zwar schon von Anfang an, eine sehr intensive Rückkehrberatung. Und das ist wichtig. Und dass im Verhältnis der Abschiebungen die freiwilligen Rückkehren dreimal so hoch oder doppelt so hoch sind, als das Verhältnis 1:3 ist oder 1:2 ist, ist doch ein Erfolg unserer Rückkehrberatung und nicht ein Erfolg des zu lange Verbleibens in Erstaufnahmeeinrichtungen, wobei wir das schon auch mit den Westbalkanstaaten und zum Teil auch mit den Maghreb-Staaten machen, aber immer unter dem Gesichtspunkt auch des Wohles derjenigen, die mit Kindern hierher gekommen sind. Und ich brauche jetzt nicht noch einmal Mitsprache Deutsch für You, ich brauche nicht Sprache und Werte sagen, ich brauche nicht die psychosoziale Betreuung, die wir in Michaelisdorf gemacht haben, nicht die Fragestellung unserer Landeskonferenz, nicht alle Diskussionen in den 16 Einzelpunkten, die Sie aufgeführt haben, die alle auf den Weg gebracht, aber natürlich auch noch weiterentwickelbar sind. Auch da sind wir nicht am Ende, sondern werden täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Das, was ich glaube, was mit diesem Antrag damals auch entsprechend intendiert worden ist,
kann allenfalls sein, dass das, was in einem Asylkonvent momentan auch erarbeitet und konsensfähig gemacht worden ist, bis hin zu der Fragestellung, wie man eben von Gewerkschaftsseite bis zur Arbeitgeberseite in der Fragestellung von Arbeitsintegration sich entsprechend committed hat, mit einem eigenen parteipolitischen Düftchen zu versehen. Und ich finde, das Thema ist an dieser Stelle zu schade, dieses entsprechend auch so anzugehen. Deshalb lassen Sie uns zielgerichtet weiterarbeiten. Es ist eine Herausforderung, die uns noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleiten wird. Und ein Gesamtkonzept wird auch immer Veränderungen zu unterwerfen sein, weil dieser Prozess ist kein statischer, sondern ist ein dynamischer. Und so wie wir in der Vergangenheit täglich vor Herausforderungen gestellt sind, werden wir das auch in Zukunft. Und so wie wir das in der Vergangenheit geleistet und bewältigt haben, werden wir das auch in Zukunft tun. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Rock, 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht will ich noch einmal den Zungenschlag des Ministers aufnehmen oder auch von Herrn Roth. Natürlich stehen wir auch weiter dazu, dass wir gemeinsam in dieser wichtigen Frage daran arbeiten wollen, die Besten zu sein in Deutschland. Ich glaube, das ist der Anspruch, den ich auch hier für die Landesregierung feststellen kann. Und natürlich ist die Frage, wie wird man auf diesem Weg besser zu sein, welchen Weg geht man dann wirklich dann auch konkret voran? Und vielleicht ist es auch Auseinandersetzung zwischen der Opposition und der Landesregierung, wo könnte man den Schwerpunkt verschieben und wie schnell könnte man irgendwo hinkommen? Und unser Antrag ist das auch für uns eine wichtige Grundlage, diese Punkte mal zu überprüfen und mit Ihnen gemeinsam in einer Ausschusssitzung zu beraten. Und Sie haben natürlich, Herr Minister, zu Recht darauf hingewiesen, der Antrag ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Das ist eine angemessene Kritik, die man eben, ich denke, bei einigen Anträgen immer mal wieder hört. Und ich hatte den Versuch gestartet, und jetzt will ich das überhaupt nicht nur zur Erläuterung, ich will das jetzt gar nicht irgendwie kritisieren. Wir wissen alle, Sie konnten im letzten Ausschuss nicht anwesend sein. Das ist bekannt. Das war auch überhaupt keine Frage von Kritik. Und ich hatte in diesem Ausschuss, die Ausschussmitglieder waren dabei, versucht, vom Staatssekretär noch einmal ein paar Abgleiche zu bekommen, habe dann nach 2 Fragen aufgehört, weil einfach klar wurde, dass er jetzt nicht ganz auf Ihrem Stand war und diese Punkte noch einmal ausführen konnte. Das ist aber nicht schlimm, und es soll auch nicht irgendwie eine besondere Kritik hier sein, sondern ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss, wo wir die Punkte durchgehen. Und ich glaube, da werden wir auch einvernehmlich wieder auf eine gewisse, oder grob einvernehmlich, ganz wäre ja auch nicht unsere Rolle, grob einvernehmlich in dem guten Kontext, in dem wir in dieser Frage auch hier zusammenarbeiten, weitergehen. Und es wird ja auch für uns spannend zu sein, dann zu würdigen, was die Landesregierung tatsächlich schon auf den Weg gebracht hat, was uns vielleicht auch tatsächlich nicht bekannt ist. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Debatte. Und darum glaube ich, es wird auch weiterhin so sein, dass hier in diesem Plenarsaal bei der Frage der Integration von Flüchtlingen im Grundsatz große Übereinstimmung ist. Und da lassen wir uns auch nicht auseinanderdividieren. Kleine Spitze oder Anregung, vielleicht wäre es ja auch mal eine Regierungserklärung wert, wie weit die Landesregierung ist. Da würden Sie natürlich auch hier, glaube ich, eine bessere Presseresonanz bekommen, könnten auch Ihre Leistung besser darstellen. Und wir würden auch demonstrieren, dass wir nicht Angst haben, diese Debatte zu führen, nur weil es Bewegungen vielleicht außerhalb des Parlaments gibt, die versuchen würden, so eine Debatte für sich zu nutzen. Weil ich halte es für wirklich wichtig, zu zeigen, wie gut voran wir kommen und wie vorbildlich wir in Hessen auch diese gesamte Frage gemeinsam schultern. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 8 und 12 beendet. Und die Anträge 3482 und 3605 aus 19 werden beide in den SIA überwiesen. Kolleginnen und Kollegen, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Sprach- und Wertefamilien für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien, Drucksache 19/3885 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, das ist der Fall.
Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 44 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 10 aufgerufen werden.